Hallo Pablo. Hallo Christoph. Ich konnte ein sehr großes Werkzeug im Einsatz sehen. Was passiert, wenn ich ein noch größeres Werkzeug beladen möchte, aber nicht hundertprozentig sicher bin, ob es wirklich durch den Werkzeugwechsler passt? Das ist auch wieder mal eine sehr berechtigte Frage, denn es gibt Hersteller dementsprechend, wo der Werkzeugwechsler hydraulisch gesteuert ist und somit natürlich in einem Zug den Werkzeugwechsel ausführen würde. Bei allen unseren horizontalen Bearbeitungszentren ist der Werkzeugwechsler servoangetrieben. Somit, wenn ich auch mal ein größeres Werkzeug einsetzen möchte, kann ich das händisch einlegen und dann den Werkzeugwechsel in einzelnen Schritten ausführen und überprüfen, dass ich mir meine Maschine nicht zu Klump fahre. Mir ist doch aufgefallen, dass ein Drehwerkzeug in der Spindel eingespannt ist. Aber das ist doch eine Fräsmaschine. Das hast du sehr gut beobachtet. Wir haben die Möglichkeit, mit der Funktionalität von Turncut bei sehr großen oder bei größeren kubischen Teilen zum Beispiel durch die Synchronisation der M-Spindel eine Drehoberfläche auszuführen oder zu generieren. Was, wie gesagt, der Vorteil ist, dass bei großen Teilen, die nicht wirklich auf eine Drehmaschine passen, diese Bedingung aber trotzdem oder diese Qualitätsanforderungen von der Oberfläche aber haben müssen, wir auf unserer MA600 machen können. Was natürlich ein riesiger Vorteil ist, weil man dann große Teile sich nicht mühsamerweise irgendwie auf eine Drehmaschine spannen muss. Herzlichen Dank, Pablo. Sehr gern geschehen.